So, da bin ich wieder mit einem neuen Oblivion-Part. Im letzten Part habe ich meinen ersten Auftrag direkt vom Graufuchs erledigt und habe im Tempel der Ahnenmotten Savillas Stein mitgehen lassen. Ein ziemlich wichtiges Artefakt, was der Graufuchs unbedingt haben wollte, und das habe ich jetzt bei mir, also werde ich ihm sagen, dass ich erfolgreich war. Tut euch keinen Zwang an. Ich habe gehört, dass die Mönche sehr gastfreundlich sind. Tja, von wegen, die haben versucht, mich umzubringen. Sag mal, was ist eigentlich mit Nocturne als Kutte? Ihr glaubt, dass dies Nocturne als Kutte ist? Wo habt ihr davon gehört? Von einer Notiz im Kloster. Aha. Ich vermute, das lässt sich nicht vor euch verbergen. Verbergen? Was für ein Scherz. Mein ganzes Leben dreht sich ums Verbergen. Alles in diesem Dokument entspricht der Wahrheit. Meine Identität darf nicht bekannt werden. Um genau zu sein, habe ich euch meinen wahren Namen gerade zweimal genannt. Aber ich möchte schwören, dass ihr euch nicht erinnert. Ihr und ich, wir sind uns sogar bereits begegnet, als ich die Kutte nicht trug. Euer verwirrter Verstand sieht mich und ihn als zwei verschiedene Personen. Nicht einmal meine eigene Familie kennt mich. Ich würde viel dafür geben, die graue Kutte und den damit verbundenen Fluch loszuwerden. Das ist ja sehr interessant. Wir haben den Graufuchs schon einmal getroffen, als er nicht der Graufuchs war, oder wie jetzt? Alles höchst merkwürdig und mysteriös, aber wie gesagt, ich habe Savillas Stein dabei. Wie ich höre, ist Savillas Stein verschwunden. Habt ihr ihn bei euch? Hier ist der Stein. Prima. Nun durchschaue ich die Schutzmechanismen des Palasts. Gut, dass der Kaiser nicht wusste, dass der Stein dort war. Er hätte ihn zerstört oder ihn fortgenommen und im Palast in Sicherheitsverwahrung gegeben. Sobald ich alles in Erfahrung gebracht habe, was ich wissen muss, werde ich wieder nach euch rufen lassen. Wir sollten Helvius Haus nun verlassen. Er hat mir gut gedient und verdient seine Ruhe. So, Quest aktualisiert und Savillas Stein entfernt. Und 500 Gold natürlich hinzugefügt, meine Belohnung. So, danke erstmal. Schatten mögen euch verbergen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal raus. Das heißt, der Graufuchs wird seinen Standort wechseln. Das ist eh klug, damit man ihn auch wirklich nicht zu fassen kriegt. So, Scriva meinte, der Graufuchs werde womöglich bald in Verbindung mit mir aufnehmen. Bis dahin verkaufe ich mir Diebesgut an die Gildenhehler. Ich werde Diebesgut im Wert von mindestens 700 Goldstücken benötigen, um seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Tja, das habe ich ja sowieso gemacht. Das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Weil ich habe schon bis zu 1000 verkauft. So, na, ich habe mein Ziel erreicht, ein Diebesgut im Wert von über 700 Goldstücken verhökert. Wenn ich in der Stadt bin, sollte ich nach einem weiteren Boten des Graufuchses Ausschau halten. Er kann mich schließlich jederzeit rufen lassen. Und ich nehme an, das wird sicher wieder Mesradel sein. Das heißt, ich werde gleich hier in Brumar auf sie warten. Ja? Und dann geht's sofort wieder weiter mit dem nächsten Spezialauftrag. So, am besten gleich wieder hier. Ja, ich werde wieder, weiß nicht, 6 Stunden warten. Vielleicht ist sie dann schon hier. Seid gegrüßt, Bretone. Ah, da ist sie ja, glaube ich, schon, oder? Ist das. Ach nee, das. Moment mal, das ist nicht. Das ist nicht Mesrite, das ist. Ja, wen haben wir denn da? Wie schön, euch wiederzusehen. Ich habe eine Nachricht für euch vom Graufuchs. Hey, Amusei, wie geht's dir? Naja, also, wie lautet die Nachricht? Der Graufuchs sucht nach euch. Ihr findet ihn in Malintus Ankros Haus in Koroll. Quest angefügt: Rettungspfeil. Ihr seid der Diebesgilde beigetreten? Ja, so ist es. Nachdem ihr mich in der Burg von Skingrad gerettet hattet, schwor ich beizutreten. Alleine hatte ich doch kein Glück. Nun erledige ich Aufgaben für den Graufuchs persönlich. Ich habe euch so viel zu verdanken. Na, wer hätte das gedacht? Ja, und es ist doch toll, dass Hieronymus Lex jetzt nicht mehr in der Kaiserstadt ist, was?
Er ist nun Hauptmann der Wache in Anvil. Er gehörte der kaiserlichen Wache an, bis Gräfin Umbranox ihn versetzen ließ. Er hat der Diebesgilde eine Zeit lang große Schwierigkeiten bereitet. Ich hörte, ihr seid der, der das alles geschafft hat. Jeder in der Diebesgilde ist dankbar. Ja, ich weiß, ich bin awesome. Kennst du noch irgendwelche Gerüchte? Habt ihr je vom Geist des Fürsten Flindrell gehört? Man sagt, er ginge auf der Straße nach Koroll um. Nicht, dass ich ihn selbst jemals gesehen hätte, wohlgemerkt. Na gut, dann freut es mich, dass es dir gut geht und leb wohl. Schatten mögen euch verbergen. Gut, hab ganz vergessen, dass es diesmal nicht Mesrabil ist, sondern Amusei der Gute. Den haben wir ja schon zweimal eigentlich aus dem Knast gerettet. Einmal haben wir ihm geholfen aus dem Kerker von Koroll? Nee, Quatsch, von Leavin. Leavin war das, ja. Also er war zuerst im Kerker von Leavin und da haben wir ihm dann heimlich einen Dietrich zugesteckt und der konnte ausbrechen, wurde dann aber erneut geschnappt und ins Gefängnis von Skingrad geworfen. Und da haben wir ihn dann auch wieder rausbefreit und jetzt ist er scheinbar bei der Diebesgilde mit dabei. Und nicht gerade von niedrigem Rang, das ist doch schön. So, jetzt werde ich hier wieder die Quest hier aktiv machen. Rettungspfeil. Amusei suchte mich auf und übergab mir eine Nachricht von Graufuchs. Ich soll ihn im Haus von Malintus Ankrus in Koroll treffen. Er hat eine weitere Aufgabe für mich. Amusei hat sich anscheinend endlich zusammengerissen und ist der Diebesgilde beigetreten. Man betraut ihn sogar mit der Übermittlung von Nachrichten für den Graufuchs. Ja, das ist schon eine sehr wichtige Position. So, erstmal geht's aber wieder zu meiner Villa Flugfels. Wieder Magie auffüllen und solche Sachen eben. Und war das nicht eigentlich so, dass ich ein Level-Up machen kann? Oder irre ich mich da jetzt? Nö, ich irre mich eh nicht. 100%? Na bitte, ich habe mich nur noch nicht schlafen gelegt. Dann werde ich das gleich mal nachholen. So, zack. Dann geht's mal kurz ab ins Bett. Ich hatte ja doch schon etwas länger kein Level-Up mehr. Weiß gar nicht mehr, wann das letzte gewesen ist, in welchem Part ist auf jeden Fall schon einige Zeit her. So, vielleicht gleich 4 Stunden pennen, so. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 28. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt. Naja, sowieso. So, was werde ich denn nehmen? Auf jeden Fall Schnelligkeit, weil es um 3 Punkte steigt. Stärke auch. Und wir werden mal mit Geschicklichkeit, das ist bei mir sehr, sehr niedrig, nur auf 39, jetzt wenigstens auf 41. Stärke, Geschicklichkeit, Schnelligkeit. Ja, das bitte. So, wunderbar. Und wie sieht es jetzt prozentmäßig aus? 0%. Okay, jetzt müsste ich wieder ziemlich lange meine Fertigkeiten trainieren, dass ich wieder auf 100% wiederkomme. Dass ich wieder aufsteigen kann, aber Stufe 28 ist schon relativ hoch. Die Gegner werden ja auch nicht schwächer, sondern auch immer stärker. Passt sich ja alles im Spiel an. Okay, gut, ich denke, das sollte reichen. Ich weiß gar nicht, Tränke brauen, ob das eigentlich was bringt. So, wie gesagt, vom Range bin ich immer noch ein Schattenläufer in der Diebesgilde, aber ich werde bestimmt bald noch aufsteigen können. Hoffe ich doch. Achso, ich habe hier diese ganzen Sachen noch dabei. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Achso, ja, und das da, naja, ist auch unnötig dabei. Ich will den ganzen Kram hier mal wieder in meine Multifunktionstruhe geben. Ja, und ich weiß, das dauert immer ein bisschen lange, bis ich das Inventar öffne, weil da gar schon so viel Zeug drin ist. Wohl eigentlich könnte ich das alles verkaufen. Ich glaube, das ist besser. Das ist sicher besser, als wenn ich das so da reingebe. Habe ich hier noch irgendwas? Antwort, die graue Kutte. Ja, nee, das haben wir ja eh gelesen. Okay, den einen Bärenpilz gebe ich da aber rein. Die ganzen Seelensteine brauche ich auch nicht unbedingt.
die niederen Seelensterne haben eh nicht wirklich viel Magie. So, ich glaube, das sollte reichen. Den Rest verkaufe ich. Den Rest verkaufe ich. Zwar am besten in Korall, weil da muss ich sowieso hin. So, hier. Aha, das ist da drüben ganz im Südwesten der Stadt. Na gut, auf nach Korall! Bitteschön, Dankeschön. So, wunderbar. Jetzt ist es sogar Tag, dann haben wir wenigstens die Geschäfte offen. Werde ich am besten hier reinschauen. Zu Feuer und Stahl. So, wobei ich kann vorher noch was machen. Ich kann wieder mal meine Sachen reparieren, weil dann erhöht sich auch wieder ein bisschen meine Schmiedefertigkeit. So, zumindest ein bisschen. Ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Waffenschmied 61%. Das ist nicht schlecht, aber vielleicht sollte ich dann bald mal bei irgendwelchen Trainern trainieren. Das ist dann vielleicht auch nicht so verkehrt. So, Rashida, wie geht's? Wie steht's? Einen wunderschönen guten Tag. Wünsche ich dir auch. So, kennst du Gerüchte? Ihr habt bestimmt gehört, dass Glistil und Malintus Ankrus zusammenleben. Eine solche Schande. Hä, wieso eine Schande? Na gut, ich kenne die beiden nicht. Ich kenne nur Malintus Ankrus vom Hörensagen. Ne? Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So, Silberclaymore wird verkauft. Dann hier die ganzen Aquiri, Daikatana und normale Katanas. Alles verkaufen. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, das will ich auch sagen. So, hier sonst noch was? Burgundfarbenes Leine, was das soll ist ich ein damit? Gutes Angebot. Raulederschuhe. Ihr seid ein harter Feilscher. Ja, und wie? Ich bin beinhart hier weiß-weißer Mönch. Scooter brauche ich auch nicht wirklich. So, und hier. Destillationskönig des Gesellen. Ich habe schon einen des Experten, aber ich möchte eigentlich verdammt nochmal endlich eine Retorte des Experten finden. Ich meine, gut, Meister ist bei den Apparaten natürlich auch das Höchste, was möglich ist, aber das kann man, wie gesagt, wirklich nur finden und nicht kaufen. Das ist auch sehr schwierig, das zu finden. Das ist. Da muss man viel Glück haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, sowieso. Der Rest vom Schützenfest kann meinetwegen da drin bleiben. Ja, okay, ich glaube, das genügt. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ja, ich doch auch. So, lebt wohl. Lebt wohl. So, also, dann gehen wir jetzt mal zum Haus von Malintus Ankrus. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ überhaupt aussieht, ob wir den überhaupt sehen. Und oh, da sind schon mal Wachen, aber... Eine Münze für einen alten Bettler. Die checken sowieso nichts. So, das muss jetzt irgendwo da hinten bei den, ich sage jetzt mal, nicht so noblen Häusern der Stadt sein. Mal gucken. Ja, genau hier. Malintus Ankrus. Also das ist direkt in der Nähe von Modrin Orains Haus. Ja, kennen wir ja noch, ne? Von der Kämpfergilde. Apropos Kämpfergilde, ich könnte mir hier mal wieder meinen Anteil abholen. Ah, vielleicht ist der Typ da draußen, dieser Malintus Ankrus. Könnte sein. Lass ist auch. Den Graufuchs nicht warten. Der Graufuchs erwartet euch. Ja, das ist schön. So. Willkommen, lasst uns reden. Ja, da ist er ja. Ich benötige einmal mehr eure Dienste. Ich mag euren Befehlstum nicht. Nee, man sollte sich wirklich gut mit ihm stellen. Also, ich höre. Meine Studien über Savillas Stein hat mir bewusst gemacht, dass ich etwas Besonderes für meine Pläne benötige. Es handelt sich um einen kleinen Gegenstand, der sich im Besitz eines mächtigen Zauberers befindet. Würdet ihr das für mich erledigen? Ich werde euch gut entlohnen. Klingt lukrativ, ich werde es machen. Prima, bringt mir den Rettungspfeil. Seine Spitze hat die Form eines Schlüssels. Der Hofzauberer von Braville, Fatis Arin, hat diesen einzigartigen Gegenstand kürzlich erworben. Ihr könnt Fatis töten, wenn nötig, aber nicht in der Burg. Meine Spione werden es mir berichten, wenn ihr den Pfeil habt. In diesem Fall solltet ihr ihn hierher zu mir bringen. Jetzt sollten wir Malintus Haus verlassen, bevor er uns überdrüssig wird.
So, Quest aktualisiert. Einen besonderen Pfeil soll ich also diesmal stehlen, okay? Schatten mögen euch verbergen. So, er geht wieder in sein Haus. Na super, schon wieder irgendein Zauberer. Die hat man auch oft als Feinde, sage ich jetzt mal, wenn man nicht gerade für die Magiergilde arbeitet, arbeitet man eben gegen sie. So. Genau, Graufuchs zahlt mir 500 Goldstücke für den Diebstahl des Rettungspfeils. Er wurde vor kurzem durch Bravils Hofzauberer Fatis Aren geborgen. Ich sollte meine Suche in Bravil beginnen, ganz genau. Dann auf nach Bravil. Am besten spreche ich dort wieder mal mit irgendeinem Bettler. Die haben mir bisher immer noch gut geholfen. So, schauen wir mal. Da haben wir wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Und seht mal, den kennen wir doch auch noch. Gruß euch. Hier. Wie kann ich euch behilflich sein? Henantier haben wir auch mal geholfen. Das war quasi eine Nebenquest, die nicht direkt mit der Magiergilde zu tun hat, und dann auch wieder schon. Mein Freund. Ja, ich bin auch sein Freund, ne? Ich bin ja sein bester Kumpel und so, und ja. Ist der Argonia hier vorne vielleicht schon der Bettler, den ich suche? Nee, aber der da. Kosmus, der Betrüger. Und hoffentlich betrügt er mich nicht auch. Bitte, gebt reichlich, edler Herr. Hier habt ihr eine Münze, Bettler. Vielen Dank, mein Herr. So dann, ich suche nach Fatis Aren. Wozu hat man Freunde? Fatis ist zudem der Zauberer im Turm vor der Stadt. Seine kostbarsten Güter bewahrt er dort auf und nicht etwa in der Burg. Nur Fatis kann die Tür zum Turm öffnen. Doch irgendwo im Schloss soll es einen Geheimgang geben, der zu seinem Turm führt. Ah, genau das wollte ich hören. Dankeschön. Möge Anu euch segnen. Die Beute nähert sich. So, es gibt also mal wieder einen Geheimgang. Gut, na dann begebe ich mich mal ins Schloss. Wen haben wir hier? Hallo. Viera Lerus. Ach so, ja, das ist die, der weibliche Hauptmann, eigentlich müsste man dann Hauptfrau sagen, von der Wache hier. So, und was ich auch so interessant finde, Bravil selber sieht ja ziemlich heruntergekommen aus, aber das Schloss an sich ist eigentlich schon relativ schön. Und hier der große Schlosspark, der ist schon schön angelegt worden. Kann man nicht meckern. Vor allem, ich sehe gerade laut Karte, ich war noch nie in dem Schloss drin, naja, weil ich bisher da drin nie was gebraucht habe, ganz einfach. Gegrüßt. So. Ha, da hinten. Fürstliches Herrenhaus Nordflügel. Aber komme ich da eigentlich überhaupt so einfach rein? Die werden doch sicher was dagegen haben. Oder nicht? Ja, natürlich. Schwieriges Schloss. Verdammt schwieriges Schloss. Leute. Es tut mir leid, aber ich werde den Part wohl erstmal lieber beenden. Der wird halt ein bisschen kürzer ausfallen, aber ich möchte nicht immer ständig meine Parts überziehen. Das will ich ja eigentlich vermeiden, aber es passiert mir halt doch immer wieder, dass die halbe Stunde bis 40 Minuten lang sind. Das ist dann doch ein bisschen heftig und lange zum Zugucken. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dann da irgendwie hineinkomme, ohne dass der Graf und natürlich auch die Wachen was davon mitkriegen und dass ich dann irgendwie diesen Geheimgang finde, der mich zum Turm von Fatis Aren führt. Ja, so werde ich das auch irgendwie dann hinkriegen. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao!